Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und Hoshine für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal ein wenig anderes Video. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen shoppen gehen. Ich habe nämlich ein paar Marken mir zusammengesammelt über, ja, fast das letzte Jahr. Und zwar ist das jetzt vielleicht eher was für so die Hardcore-Collector-Leute. Wir wollen heute ein bisschen Juwelen-Symbole ausgeben. Juweliersymbol von Dalaran schimpfen sich die. Und dort habe ich jetzt insgesamt 398 zusammengefarmt, und zwar einmal mit meinem Shami und einmal mit meinem Worry. Was können wir mit den Dingern machen? Wir können damit alte Rezepte kaufen. Und ja, wer vielleicht meine Collection-Updates so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich da schon relativ weit bin. Und dementsprechend, müssen wir da jetzt mal gucken, dass wir die letzten Sachen holen. Ihr seht, das meiste, was wir noch brauchen, ist bei Juwelenschleifen drin. 88 Rezepte in Wottel und 157 bei Cutter. Für Cutter mache ich dann aber wahrscheinlich ein eigenes Video, weil sonst wird das so ellenlang hier. Gut, wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier in Dalaran, und zwar im Nord-Dalaran. Also hier im Kristallsangenwald oder wie der auch immer heißt. Und dort haben wir den Juweladen und dort haben wir einige Händler. Und zwar einmal hier den Kollegen, der hat hier für immer jeweils 4 Marken Rezepte, und zwar einige. Dann sie hat, glaube ich, für 2, 4, 3 und 5, beziehungsweise hier auch für eine Marke einiges. Und was ist mit dem hier? Ah ne, der hat nur Ringe. Okay, also der ist egal. Heißt, wir werden uns jetzt mal die ganzen Rezepte kaufen. Ich habe mir mal das vor einer Weile ausgerechnet. Mal gucken, ob ich mich verrechnet habe. Und zwar, dass ich hier 392 oder 95, eins von beiden. Ich habe ein bisschen mehr gefarmt, falls ich mich um ein paar verrechnet habe. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal bei dem Händler an. Und ich kaufe, warte, muss man da jedes Mal bestätigen klicken? Das ist aber nervig. Kann ich da nicht irgendwie, ich will überlegen, ob ich da, warte mal, kann ich da, ne, mit Enter kann ich nicht drücken. Ist es mehr Aufwand, das jetzt einzeln quasi alles anzuklicken, oder ich bin mal am Überlegen, ob ich mir ein Makro dafür bastel. Jetzt lernen wir die schon mal. Und dann basteln wir, glaube ich, was. Weil ich brauche das mit einem anderen Twink auch noch. Ich habe dann keinen Bock, immer 10-mal zu klicken. Man kann nämlich die alle möglichen Interaktionen in WoW auslesen und dann Makros für bauen. Um das quasi auf Tasten zu legen, dann kann ich das ein bisschen schneller kaufen. Und das bin ich am Überlegen, ob sich das jetzt hier lohnt. So, okay. Die erste Seite haben wir schon mal. Und dann gehen wir jetzt mal hier hin. Jetzt gebe ich mal F-Stack ein. Dann lesen wir den Button mal aus. Click Static Pop-up 1 Button. Button 1. Schauen wir mal, ob ich mich verschrieben habe. Perfekt. Ah, okay, Makro funktioniert. Das sollten wir als allgemeines Makro machen. F-Stack. So. Ah, perfekt. Genau das Makro habe ich mir schon mal erstellt. Ihr gut. Okay, das war jetzt ein bisschen RIP, dass ich das gemacht habe. Weil das Makro habe ich schon. Muss ich mal gucken. Ah, warte mal. Habe ich hier schon Rezepte? Warum habe ich die jetzt schon? Das macht irgendwie keinen Sinn. Seht ihr das? Jetzt kann ich dann einfach mit der Taste das Instant bestätigen und kann mir die einfach rauskaufen. Warum habe ich denn hier schon Rezepte? Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann habe ich wahrscheinlich zu viele Marken gefarmt. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe die alle mal zusammengezählt. Oh boy. Wo habe ich die denn her? Ich habe mir die sicher noch nicht gekauft. Interesting. Oder habe ich die damals schon gefarmt? So, jetzt lernen wir die mal alle. Halt, nee. Aber so ist es halt angenehmer, ne? Wenn man das quasi auf eine Taste legt, dann muss man nicht jedes Mal rüberfangen, klicken, vor allem, wenn man halt mehr kauft. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, welches Add-on das war, dass man dieses mit dem /F-Stick machen kann. Ich glaube, das war bei TSM dabei. Meine ich. Also anscheinend habe ich mir schon mal irgendwann ein paar Rezepte gekauft. Jetzt habe ich halt wahrscheinlich, also, ne? Zu viele Marken wahrscheinlich gefarmt. Gut. Hätten wir vielleicht vorher mal genauer durchgucken sollen, ne? Ich habe das ja durchgezählt, diese ganzen Sachen. Mal schauen, was jetzt übrig bleibt. Was waren das? Das waren jetzt 5, 6 Rezepte, oder? Die da waren vielleicht, ja, keine Ahnung. Das sind vielleicht 20 Marken. Wenn ich zu viel gefarmt habe. Wir werden es am Ende sehen.
Das ist ja im Endeffekt kein Stress, ne? Also die Marken in Nordend bekommt man halt dadurch, dass es hier eine Daily gibt. Und bei der Daily gibt es halt eine Marke. Und da muss man eigentlich nicht viel machen. Da muss man meistens, irgendwo hintigern. Also man muss irgendwelche Mammuts umhauen, man muss irgendwelche Elementare hauen. Das steht dann immer drin, was man töten muss. Das können dann alle in komplett Nordend sein. Mittlerweile habe ich schon so ein paar Spots quasi, wo halt die nächsten Mobs von Dalaran sind. Und da muss man immer noch so ein paar von den quasi Juwelsteinen von den Gems noch mit dazu basteln und dann bastelt man halt aus diesen Materialien ein spezielles Teil und das kann man dann natürlich wieder abgeben, dann kriegt man eine Marke. Und man kann auch, soweit ich das weiß, jetzt zeigt es mir aber hier an, dass ich noch was brauche, okay. Komm, wir kaufen jetzt mal da hinten. Ach, schau mal, die habe ich auch schon. Warum habe ich die auch schon? Hä? Okay, anscheinend habe ich da echt schon mal ein paar Sachen gekauft. Ja gut. Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt viel zu viel gefarmt. Perfekt, alles richtig gemacht im Leben hier. Und jetzt lernen wir erstmal die alle. Ja, besser zu viel als zu wenig, wird hier jetzt gerade schon im Streamchat geschrieben, das ist richtig. Aber das hätte man sich dann halt ein bisschen sparen können. Es gibt hier übrigens noch eine zweite Alternative. Und zwar kann man Titan, das ist dieses quasi seltene Erz aus Wottel, kann man klein malen. Und dann kann man hier, glaube ich, 10 Titanstaub abgeben. Meiner Meinung nach rentiert sich das aber nicht, weil Titan halt scheiß selten ist. Auf den meisten Servern kostet das halt richtig Asche. Und man muss halt immer 5 klein malen und kriegt dann einen Titanstaub raus. Und man braucht halt 10, meine ich, ne? Also, du malst da 50 Titan klein. Wir können jetzt nachher mal aus Spaß gucken, was so ein Titan kostet. Aber das wird wahrscheinlich gut über, also wahrscheinlich gut über 1000 Gold kosten. Und dann haust du 50.000 für eine Marke raus. Also, da warte ich lieber einen Tag. Wir können mal kurz gucken, was Titan so kostet. Weil ich habe mir das mal überlegt, ne? Ich habe ja theoretisch Gold. Titan. Wobei, hier Titanerz relativ günstig. Geht sogar. Hätte jetzt gedacht, das teure ist 50 Gold. Na gut, das sind nur 6 drin, die 50 Gold kosten. Also regionaler Marktpreis sind so 200 und ein bisschen was. Runden wir es mal ab, sagen wir mal 200, ne? Wenn du dann 50 kaufen willst von dem Stuff. 200 mal 50 sind 10.000 für eine Marke. Und wenn du dann, was habe ich gesagt, 400 irgendwas brauchst, ne? Dann wisst ihr, was los ist. Also man will es am besten nicht über Titan sich holen, da macht man lieber die Dailies. Gut, das sind jetzt aber hier gar nicht mehr so viele, oder? Okay, jetzt kaufe ich mir, wobei von den teuren kann ich mir nicht so viel kaufen. Ich könnte mir jetzt noch 2 Fünfer kaufen, machen wir das doch mal. Das hier und das hier. Und dann haben wir mit dem schon mal keine Marken mehr. Jetzt gucke ich mal, wie viele Marken habe ich mit dem anderen Char noch? 180. Ich denke mal, das wird reichen, oder? Was haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ne, 6 mal... 6 mal 6 sind 36 und dann haben wir hier noch einen Haufen mit 3. Ja, ich denke mal, das wird easy reichen, da habe ich viel zu viele gefarmt. Richtig belastend. Was sagt der Mann, wie viel ich noch brauche von der Currency? 28. Gut, werden wir dann sehen, ne? So, dann locken wir jetzt erstmal um. Und dann kann ich euch das mal, warte mal, wir wollen einmal auf den Worry. Wenn wir jetzt umloggen, kann ich euch das mal zeigen. Also hier auf der Seite Data for Azeroth kann man das ja so ein bisschen nachgucken, auch mit den Rezepten. Und da fehlen mir ja hauptsächlich noch hier diese Juve-Sachen, ne? Jetzt schauen wir mal, wenn wir einmal meinen Char updaten, wie es dann rezeptetechnisch aussieht. Warte mal, ich mach mal, glaube ich, einmal hier das noch auf. Also ich war jetzt bei 7415 Rezepten und welchen Char hatten wir? Hier, der wird von einem Tag zuletzt mal abgedatet. Nehmen wir den Schamanen mal. Das Schöne ist, man kann hier auf der Data for Azeroth Seite quasi sein
Battle.net-Account verknüpfen. Und dann hat man seine ganzen Twinks hier schön drin. Dann kann man die manuell updaten oder macht alle updaten, ne? Aber ich will ja jetzt eigentlich nur den updaten. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir jetzt haben. Jetzt haben wir quasi von 415 auf 475. Ja, das hat ein paar Ranks gebracht von Rang 32 auf 23. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Tun wir dann den Worry auch nochmal updaten. Den habe ich nämlich jetzt auch schon hier reingestellt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich hier noch irgendwas... Nein. Muss ich mit dem Juve... brauche ich dann den Juve-Skill? Ach. Was hat der für einen Juve-Skill? Nein, der hat den Juve-Skill nicht. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Habe ich Juve nicht hochgeskillt? No. Ja gut. Ja gut. Das ist jetzt leicht belastend, sagen wir es mal so. Ja gut. Heißt, ich muss jetzt erstmal Juve nochmal kurz hochskillen. Was kann ich denn da machen? Ich hoffe, das ist halbwegs günstig, ne? Kann ich hier ein paar Dinger bauen? Ein paar Steinchen? Sind die im AH? Oh no. No. Ich glaube, das wird ein bisschen teurer. Was soll ich jetzt mal machen? Ich kauf jetzt mal hier ein paar Steinchen raus. Also mit denen kann ich auf jeden Fall ein bisschen skillen, ne? Ah, die kosten 600 Gold so ein Stein. Alles klar. Vielleicht kann ich ein paar klein machen. Die kosten 100 pro. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Günstiges finden. Ich könnte so einen Ring bauen. Was kostet eine Uhr Erde? Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt erstmal noch ein paar Rezepte, die ich holen kann. Vielleicht ist ja was Günstiges dabei. Also Rezepte, die ich noch nicht gelernt habe. Und, oh, warte mal. Ziehen wir mein Makro wieder raus, dass ich das hier nicht mehr alles... Ja, ihr habt vollkommen recht. Ich kaufe erst die Rezepte. Und dann schaue ich mal, was geht. Also das kann ich mir kaufen. Das haben wir schon gelernt. Das haben wir auch schon. Das hier. Da ist All the Things ganz gut, weil das zeigt mir halt auch an, was ich quasi mit dem anderen Char schon gekauft habe. Ne, sonst wüsste ich das ja nicht. Okay, die sind noch nicht drin. Das habe ich noch nicht. Das habe ich schon mit dem anderen gekauft. Und das habe ich auch schon alles mit dem anderen gekauft. Okay. Jetzt lernen wir die mal und dann gucken wir mal, was da halbwegs günstig ist. Das ist natürlich jetzt belastend. Da habe ich jetzt null dran gedacht, dass ich ja eventuell den Skill dafür brauche, ne? Aber seht ihr, sowas findet man erst einmal dann raus, wenn man die Sachen dann halt kauft. Naja, das gehen wir hier noch ein bisschen. Wird wahrscheinlich einiges an Gold dann auch noch rausgehen hier. Hab schon vermutet, dass das Ganze wieder länger wird. Was, da wird es dann wohl noch zwei Teile geben? Nee, das ziehen wir jetzt durch. Also zumindest die Wattelmarken und die Cutter, da gucke ich dann. Da muss ich dann wahrscheinlich später noch schauen, wie es aussieht. Inwiefern ich da Cutter vielleicht auch nochmal skillen muss. So, also. Gut, ich denke mal, mit den Steinen war das jetzt eigentlich fast wurscht, dass ich mir die gekauft habe, weil du brauchst halt immer ein Steinchen, so wie es aussieht. Jetzt schauen wir einfach mal, was die günstigen sind. Sonst, komm, also die hier, die 12, die kaufen wir uns schon mal raus. Die kosten 66 Gold, das ist doch in Ordnung. Die grünen, da sind jetzt 4 Stück drin, die kaufen wir uns auch mal raus. Dann die orangen, was kosten die? Na gut, die kosten halt 600 Gold, das machen wir jetzt erstmal nicht. Von denen sind gar keine drin. Dann die kosten 100 pro Stück, die gelben kosten auch 100. Das war, glaube ich, günstiger, oder? Das kostet 4. Achso, kann ich die anderen nicht rauskaufen? Ah, das sind wahrscheinlich meine eigenen, okay. Die habe ich mit einem Twink wahrscheinlich drin, aber da locken wir jetzt nicht extra um. Dann kaufe ich jetzt hier 2. Gut, mehr kann ich da eh nicht machen. Warte mal, sind die vielleicht noch drin? 30, perfekt. Kann ich mir 18 kaufen. Dann brauche ich hier 9 noch, ne? Okay.
jetzt baue ich erstmal das gelbe Zeug und dann kann ich mir die roten Steine noch kaufen, falls ich dementsprechend, falls es dann noch rot bleibt, da muss ich mal gucken. Oder ich kaufe mir dann schon höhere Rezepte. Also ich bin halt erst Skill 26, so wie es ausguckt. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt auch das hier noch machen. Bedonen. Wisst ihr was? Ich kann bestimmt erstmal hier mit dem Grünen noch ein bisschen was skillen. Vielleicht kriege ich da noch. Das, ich hätte das andere danach machen sollen, ne? Wenn ich jetzt hier noch einen Haufen von dem Stuff habe. Weil diese Kristalle hast du halt zu Massen gebraucht, um diese Dailies zu machen. Da habe ich mir meinen ganzen Schwung gekauft. Ja, aber grüne Sachen bringen halt jetzt leider keinen Skillpunkt. Ihr könnt das mal hier sehen. Sieht halt ein bisschen traurig aus. Jetzt muss halt gucken, ob ich dann den Max-Skill brauche, ne? Dann könnte es eventuell nachher noch teuer werden, wenn es blöd läuft. Suboptimal. Also diese grünen Sachen kannst du ziemlich knicken. Von den großen Steinen kann ich jetzt nicht sonderlich viel herstellen. Hauen wir die vielleicht noch raus. Vielleicht bringen wir noch irgendwo eins für Skillpunkte. Ich weiß halt nicht, ne? Wenn ich jetzt Skill 33 bin, die werden nicht so lange rot bleiben. Ich glaube, ich muss auf Max-Skill tatsächlich kommen, auf 75, so wie ich das verstanden habe. Vermute ich zumindest. Hast du was mit 65 gesehen? Das könnte auch sein, ja. Ich guck gleich nochmal. Ich habe mir die Rezepte schon gekauft, wo ich nicht Max-Skill brauche. Das ist schon eingetütet. Ich könnte auch nochmal beim Händler gucken, was da noch so gibt. Okay, also das andere ist jetzt schon mal alles grau. Jetzt bin ich auf Stufe 40 zumindest. Also hier oben wird Kataklysm angezeigt. Das darf ich dann nachher auch gleich noch skillen, bevor ich die anderen Marken dann raushaue. Perfekt. Ich bin jetzt 43 und habe keine Sachen mehr. Das, ich glaube, das wird noch ein bisschen teurer. Und ich darf dann sondieren. So. Okay, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas... Aber hier seht ihr, da brauche ich 55, 54, 55, 65 brauche ich für die höchsten. Die habe ich schon alle. Da brauche ich 45 für, ne? Ich glaube, ich kann mir jetzt aktuell nichts mehr kaufen. Da muss ich erstmal nochmal ein bisschen höher skillen. Das sind jetzt hier noch eine Handvoll Rezepte. Also auf 65 muss ich halt kommen, ne? Das hilft halt leider alles nichts. Bedeutet, wir müssten jetzt noch ein paar teurere Steinchen kaufen. Traurigerweise. Also ich glaube, die roten waren da noch drin. Also die Orangen will ich nicht kaufen, ne? Die haben ja irgendwie... Jetzt kaufen wir halt einfach die 32 hier. Anscheinend habe ich einige nochmal auf dem Twink rumliegen, so wie es aussieht. So, wo haben wir einen Postkasten da? Aber 25 dürfte ja schon mal ein bisschen was bringen. Ich würde schauen, welcher Chaba die Katamats hat. Dann kannst du dementsprechend Rezepte kaufen. Ich glaube, die brauchen alle immer die gleichen Mats. Das sind ja alles immer Steinchen, ne? Also es ist dann wurscht, ob ich quasi einen Stärkesteinbau, hier einen Parierengestein gibt es halt auch. Oder was das halt auch immer ist, ne? Jetzt stelle ich halt einfach die Steine her. Da muss ich mal gucken. Also jetzt bin ich auf 53. Schauen wir mal. Ich muss halt auf 65 kommen. Jetzt ist halt alles grün. 55 bin ich jetzt schon mal. Komm, jetzt gucken wir mal. Was vielleicht auch noch... Warte mal, gab es hier überhaupt einen Lehrer? Hier gibt es, glaube ich, nicht mal einen Lehrer. Das läuft... Ah doch, hier, Berufsausbilder. Vielleicht hätte ich bei dem erstmal die Sachen lernen sollen. Schauen wir mal, vielleicht ist dann da noch was rot oder so. Wäre vielleicht clever gewesen. Cutter machen wir jetzt mal zu. Ah ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, ob sowas im AH ist, wenn ich ehrlich bin. Können wir dann aber gleich mal gucken. So, ich bin jetzt schon mal auf 56. Jetzt müssten wir doch nochmal einige kaufen können. Also das hier ist zum Beispiel eins.
Das ist eins. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das können wir noch kaufen. Das können wir noch kaufen. Gut, die zwei sind verschlossen. Das haben wir schon alles. Auch schon alles. Okay. Ah, den haben wir noch. Das haben wir noch. Und das haben wir noch. Das hier, das hier. Nein, das haben wir schon. Das hier noch. Okay, und ich glaube, die grünen, die hatte ich schon alle, ne? Ja. Gut. Ich muss, also, 1-2-Rezepte waren jetzt, glaube ich, auf 65. Also, ein paar Skillpunkte brauche ich dann noch. Das wird zwar wahrscheinlich teurer. Naja, gut, 3 habe ich bis jetzt ausgegeben, also. Hält sich alles noch im Rahmen. Also, ich werde auf jeden Fall einen Haufen Marken nur überhaben am Ende. Ich meine, man konnte auch mit diesen Marken dann auch noch was anderes kaufen, ne? Warte mal, das war, glaube ich, bei einem von den Händlern hier. Hier dieses Drachenauge kann man sich damit kaufen. I don't know, ob ich mit damit auch irgendwo skillen kann. Aber ich glaube, brauche ich das für irgendwas? Drachen. Da. Ah, für diese großen Ringe brauche ich das, aber da brauche ich noch einen Haufen anderen Stuff. Ja gut, das könnte man sich überlegen. Jetzt stelle ich, glaube ich, hier das noch her. Die restlichen Teile. Und dann muss ich halt schauen, ne? Also wenn, dann kaufe ich mir jetzt noch mehr solche Steinchen. Oder ich baue halt unten die roten Sachen. Jetzt schauen wir mal. Also es sind, glaube ich, noch 3 Rezepte, die ich jetzt brauche. Genau. Und davon brauche ich, glaube ich, wahrscheinlich alles den Max-Skill. Schauen wir mal, genau. Also hier brauche ich 65, oder nicht Max-Skill, aber 65 zumindest. Okay, also ich habe viel zu viele Marken. Ich hätte mit dem anderen, ja, das jetzt fällt mir gerade ein, es wäre wahrscheinlich clever gewesen mit dem Shami, der den Max-Skill hat, die Dinger zu kaufen, ne? Aber der Zug ist jetzt leider schon abgefahren, Leute. das sieht leider schlecht aus. Kann ich mit ihnen, nee, die habe ich mit dem Twink selber drin. Und die wollen wir uns nicht kaufen. Da haben wir alle rausgekauft. Die roten habe ich, glaube ich, auch selber drin, ne? Die kann ich nicht kaufen. Und gelb, da kann ich noch ein paar kaufen. Ich kaufe mir jetzt einfach nochmal 30 raus und hoffe, dass ich da noch ein paar Skillpunkte aus dem grünen krieg, weil ich meine, das andere, den anderen Stuff hier, ich glaube, der kommt mir teurer. Diese Mats, wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich da jetzt keine Skillpunkte rausziehe, dann versuche ich mir das zu kaufen. Ich weiß halt nicht, ob das im AH ist, ne? Da müssen wir dann gucken. Okay, warte mal, ich ziehe es euch mal raus. 1 Skillpunkt, oh 2. Also ich brauche 65, ne? 30 Stück habe ich mir jetzt gekauft. Mal gucken, ob das klappt. Komm, gib mir Skillpunkte. 17 Dinger habe ich noch. 6 Skillpunkte brauche ich noch. Okay, 60. Das Ding ist, die Steine kann ich dann alle wieder quasi beim Händler weghauen, ne? Die wird mir keiner abkaufen. Ach ja, stimmt. Vielleicht hat der Shami-Cutter Max geskillt, dann kann ich es bei dem so rummachen. Das ist gut. Ja, ja, für die Cutter-Sachen, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Da kann ich dann tatsächlich gucken, ja. Das ist ein guter Tipp. Aber ja, ich glaube, das geht hier gerade einen Bach runter. Ah, 62? Ja, aber das reicht nicht mehr. Okay. Okay, okay. Also das ist jetzt schon mal RIP an der Stelle. Dann... Okay, da mal 5 Stück von den Teilen drin kommen. Dann kaufen wir uns einfach 3 raus. Die letzten 3 Skillpunkte, dann hat sich das. Vielleicht kriege ich die sogar verkauft, ne? Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt sind wir 65. Jetzt kann ich mir den Stuff hier kaufen. Wo sind sie? Das waren die epischen Dinger. Genau. 1, 2 und Nummer 3. Benutze ich mein Makro halt nicht mehr, ne? Eigentlich auch ein bisschen useless dann. So. Gut. 100%. 100%. Jetzt schauen wir mal, wie viel Marken ich über habe.
einfach 63 Marken über. Das liegt aber daran, weil ich schon einige Rezepte gekauft hatte, wahrscheinlich irgendwann mal früher, und es nicht ganz geblickt habe. Gut, ist egal, Rezepte haben wir soweit alle. Jetzt gucke ich auch nochmal hier rein, bevor ich jetzt die Drachenaugen kaufe, weil dann können wir das noch ein bisschen zum Gold machen, ne, wenn wir hier gewastet haben. Nee, das ist es nicht. Berufe, Juve, genau, da ist jetzt bloß noch Kataklysm drin, da werden wir jetzt dann später noch die Marken kaufen. Und das tobende Teil. Gut, zum Ab, warte mal, jetzt kaufe ich mir hier bei dem noch 63 Mal diese Drachenaugen. Also theoretisch wären die 600.000 Gold wert, ne? Aber wisst ihr ja selber, das ist natürlich utopisch und das wird das nie und nimmer wert sein. Aber vielleicht kriege ich ja die trotzdem verkauft, wisst ihr? Also schauen wir mal. Jetzt, wenn wir zu viele Marken haben, ist das Schöne, dass wir da zumindest so ein bisschen was rausholen können. Dann würde ich sagen, stelle ich... Oh, warte mal, halt, das kann ich vielleicht auch verkaufen, ne? Eventuell will das wer haben. Für einen Mage Tower oder so. Da könnte man mal gucken. Ab und an wollen Leute so Metasockel haben. Da habe ich jetzt natürlich den falschen hergestellt, weil der mit Geschwindigkeit ist. Aber vielleicht kauft ihn ja trotzdem mit. Gut, dann bin ich mit dem soweit durch. Ich würde sagen, wir locken jetzt einmal aus. Und wir gucken dann einmal, wie viel ich quasi im Data... Nee, nicht im Data... Doch, im... Hier im Data for Azeroth krieg. Heißt, wir wollen dann einmal den updaten. Warte, ist er ausgelockt? Jawohl. Halt nicht den Magier, sondern den hier. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Eigentlich dachte ich, dass es jetzt ein bisschen schneller geht, ne? Aufnahme schon 26 Minuten lang. Aber gut, sind ein bisschen Schwierigkeiten dazu gekommen. Okay, der ist upgedatet. Schauen wir mal. Also hier waren wir bei 415. 475, also 503, okay, das waren jetzt doch einiges an Rezepten, ne? Jetzt sind wir Weltrang 17, so langsam geht's voran. Ich werde jetzt noch lostigern und dann dementsprechend die anderen Marken aufmachen, das machen wir dann aber ein extra Teil, dass das hier nicht zu lang wird. Ich verabschiede mich für das kleine Video, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Shopping-Video. Euer Tela, bis dann, ciao.